So, herzlich willkommen zu einem kleinen Valentinstag-Special. Ja, man mag halten von diesem Tag, was man mag. Ich persönlich halte ihn auch für einfach nur große Kommerzscheiße, aber es ist trotzdem ein triftiger Grund, um ein Video rauszubringen. Und die meisten Honks, das heißt, nee, falsche Formulierung, die meisten unter euch werden euch sich jetzt wahrscheinlich denken, wenn das ein Valentinstag-Special ist, warum zum Geier spielt er dann Pokémon? Und ja, ich habe mir gedacht, man kann ja praktisch so eine Art Love-Teams zusammenstellen. Ja, mir ist das so mehr oder weniger gelungen. Die Teams sind jetzt nicht die besten, aber was soll's. Spielen werde ich damit trotzdem. Und ja, das soweit dazu. Und das erste Mal, dass ich das jetzt sage, Intro. Ja, also, wie gesagt, ich spiele hier Pokémon Showdown. Ist praktisch so eine Art Pokémon Online. Für alle, die sich so seine eigenen Pokémon zusammenstellen wollen, also die keinen Bock auf das ganze Züchten und so haben, können sich gerne hier aufhalten. Denn genau das... Ja, wie soll ich es ausdrücken? Das ist nämlich... Ich weiß nicht, wie es ausdrücken wollte, ich muss gerade an den Kampf denken, den ich eben gemacht habe, und der war ziemlich episch. Und na egal, auf jeden Fall, für alle, die mal so ins Competitive Gameplay reinschüffeln möchten, können sich das hier gerne downloaden. Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt wild mit den Kämpfen beginnen, gucken wir einfach mal in den Teambuilder. Ich habe mir zwei Teams zusammengestellt, wie man sieht, im UU und im OU. Also UU bedeutet underused, und also das sind Pokémon, die man im Competitive eher weniger sieht, und OU sind overused, das sind diejenigen, die man fast überall antrifft. Und zwar würde ich sagen, gucken wir uns zuerst das UU-Team an. So, man sieht, es ist ein Regentanz-Team. Ja, es ist ohne Quaxo. Quaxo hat da zwar auch gut reingefasst, aber ich glaube, die Fähigkeit Niesel ist im UU momentan nicht erlaubt. Insofern konnte ich ihn leider nicht nehmen. Aber natürlich, Libiscus ist prädestiniert dafür. Ich meine, allein schon die Herzform. Okay, beginnen wir mal von unten. Ich spiele es natürlich im Regen mit Wassertempo. Verdoppelt die Initiative. Ich habe alle EVs darauf verteilt. Danach natürlich auch Spezialangriff, der eigentlich ziemlich mickrig ist. Aber mit den EVs und dem positiven Wesen eigentlich ganz akzeptabel. Mit einer Brunusbeere, falls es von irgendeiner Startschussattacke betroffen werden sollte. Mit Hydropumpe, Eisstrahl, natürlich dem süßen Kuss. Heißt es süßer Kuss? Keine Ahnung, wie das heißt. Vielleicht auch Traumkuss oder so. Auf jeden Fall führt es den Gegner und der Kraftreserve Boden, um Elektro-Pokémon zu KO'en. Ne? Ist klar, deswegen spiele ich die Bodenkraftreserve. Dann, mein Saganabis ist, ja, genauso wie Libiscus, auch im Regen mit Wassertempo zu spielen, und zwar mit einem schönen Lebenorb und natürlich hier positiven Wesen und 252 EVs auf Spezialangriff. Dazu auch wieder wie bei Libiscus die Hydropumpe und der Eisstrahl. Allerdings kommt hier jetzt noch der... Spukball und die Psychokinese dazu. Auch sehr starke Attacken. Und mit dem Lebenorb, um mehr Schaden reinzudrücken. Dann mein Amolida ist meine physische Wall, und spiele ich mit Aquaring, Toxin, Schutzschild und der Wasserdüse. Die Wasserdüse eben, weil man eine Prio-Attacke hat und auch angreifen kann. Und die restlichen drei Sachen erklären sich von selbst. Aquaring in Kombination mit den Überresten. Heilen ist eigentlich immer ganz gut wieder hoch. Toxin eben, um den Gegner zu vergiften und schwer zu vergiften. Und Schutzschild eben, um zu stallen, um sich praktisch, um praktisch das Toxin seine Wirkung zeigen zu lassen. Und um sich gleichzeitig mit dem Aquaring und den Überresten selbst hochzuheilen. Ja, ich spiele es mit Beleberkraft,
Man hätte es natürlich auch mit Hydration spielen können, aber ich finde Belebkraft auch im Regentanzteam noch besser als Hydration, muss ich zugeben. Dann Milotic ist meine, naja, nicht meine spezielle Wall, die haben wir da oben. Aber Milotic hält speziell schon eine Art Attacken aus. Und ich spiele es auch hier mit Überresten, ich mag das Item irgendwie voll. Mit Schambolzen, weil ich weiß nicht, es passt einmal zum Thema und ich mag die anderen Fähigkeiten, zumindest im Ringkast-Team auch nicht so. Mit Eisstrahl, Hydropumpe, Milotic ist auch da, um den Regentanz rauszuholen. Und auch der Kraftreserve. Boden. Ja, wie man hier aussieht, EV ist wieder in Spezialangriff und Initiative investiert. So, dann das Keldeo, auch wieder mit den Überresten. Mit dem Gedankengut-Surfer, der Kraftreserve Geist, um Psycho-Pokémon auf den Zeiger zu gehen. Und dem... Ich glaube, es war Mystoklinge. War das Mystoklinge? Auf jeden Fall Secret Sword. Geht eben auf den auf die Verteidigung, nicht auf die Spezialverteidigung. Und man sieht auch hier natürlich hier in Speed und in Spezialangriff investiert. Dann hier haben wir mein Aquana. Auch wieder mit den Überresten und der Hydration diesmal auch wirklich, um eben vor Status-Attacken sicher zu sein. Deswegen spiele ich es auch mit dem Regentanz, Toxin, Schutzschild und dem Aquaring ist praktisch wie mein Amolida, nur eben mit Regentanz. Und eben auch hier in Spezialverteidigung und in KP investiert die ganzen EVs. Ja, das soweit zum UU-Team. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Aber kommen wir zum UU-Team. Da sieht es schon mal ganz anders aus. Ich würde sagen, beginnen wir wieder von unten. Togekiss ist hier das Paraflincher-Set, auch wieder mit den Überresten. Und zwar durch Edelmut werden einmal alle sekundären Effekte von Attacken verdoppelt. Bedeutet, der Luftschnitt hat eine 60%ige Chance, nun den Gegner zurückschrecken zu lassen. Die Donnerwelle paralysiert ihn vorher eben und ja, die Paralyse und das Zurückschreckrisiko, da muss der Gegner erstmal durchkommen, bevor er eben angreifen kann, und das ist ziemlich gemein. Mit Ränkeschmied kann man sich nochmal hochboosten und mit dem Ruheort kann man aus taktischen Gründen entweder seinen Flugtypen für eine Runde aussetzen, um vielleicht ein bisschen zu scouten, und man kann sich eben hochheilen, was eigentlich der eigentliche Sinn ist. Natürlich wieder in Initiative und Spezialangriff investiert. Dann mein Felinara. Was heißt mein Felinara? Ich habe die natürlich hier alle erstellt. Ich habe sie nicht in echt, die ganzen Pokémon. Felinara mit einer Offensivweste, weil ich das hier, ich spiele das hier, wie man sieht, als Sweeper. Okay, als langsam Sweeper, aber naja, der soll auch ein bisschen aushalten. Mit der Offensivweste, um eben, damit es eben spezielle Angriffe schon noch gut blocken kann. Und zwar natürlich mit der Mondgewalt, Step, Psychoshock, um eben auf die Defensive gehen zu können, dem Spukball und der Kraftreserve Feuer. Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ach ja, und die Fähigkeit macht, glaube ich, alle... Ach, ich habe vergessen, was die Fähigkeit ist. Ich kann es bei ihm nachgucken. Ich habe leider keinen normalen Move drauf. Ich habe keinen normalen Move drauf, deswegen macht diese Fähigkeit eigentlich keinen Sinn. Feenschicht macht keinen Sinn. Machen wir den Schambolzen drauf. Ha. Tja, hätte ich eben gar nicht bemerkt. Aber hatte ich vorher anscheinend schlecht drauf. Egal, mit dem Schambolzen kann es jetzt den Gegner anziehen. So, dann das Pixie ist praktisch das Simvolara-Set mit Kosmikkraft hochboosten, sowohl für Verteidigung als auch Spezialverteidigung. Dann kann man sich hier mit dem Kraftvorrat, der sich mit jedem Boost, an Stärke zunimmt, kann man praktisch reinhauen. Mit der Mondgewalt hat man eben noch einen guten Step. Und das Weichei kann man benutzen, um sich eben hoch zu heilen, falls es mal gerade schlecht steht. Ja, eben mit Magieschild, um Sachen wie Verbrennung oder Toxin eben auszuschalten. Und ja, also ist darauf ausgelegt, möglichst viel auszuhalten, bevor es denn ganz hoch geboostet ist.
Dann Manaphy, was ehrlich gesagt hier echt am miesesten ist. Also am miesesten meine ich mit, dass es echt, das darf man, man muss es aufhalten, bevor es richtig beginnt sich zu entfalten. Und zwar spiele ich das auch mit den Überresten und Hydration. Es ist die einzige Fähigkeit, die es haben kann, also kann ich das leider nicht verhindern. Damit Schweifglanz. Erhöht den Angriff, den Spezialangriff um 3 Stufen. Also zweimal ein Schweifglanz und man hat bereits einen vervierfachten Angriff, einen maximierten Angriff. Und davor muss man echt aufpassen, dass man es vorher killt, bevor es so weit kommt, weil dann sieht es recht schlecht aus. Dann spiele ich es noch mit dem Surfer, mit dem Eisstrahl und mit Ancient Power. War das Erdkräfte? Ne, Erdkräfte ist Boden, das ist eine Gesteinattacke. Ich weiß gar nicht, welche Attacke es ehrlich gesagt ist, aber ein positives Wesen und alle EVs auf Initiative, weil der Angriff wird durch Schweifglanz eh hochgeboostet. Dann macht das nicht so viel aus, wenn ich da jetzt kein Wesen drauf habe. Und ja, dann soweit zum Hytera. Kommen wir dann, ist natürlich hier die spezielle Wall auf jeden Fall. Mit innere Kraft, damit Statusprobleme wieder behoben werden können und den Überresten natürlich. Dann noch mit dem Wunsch, Schutzschild, Toxin und dem Feenaura oder wie hieß die Attacke? Ich weiß gar nicht, wie die Attacke heißt. Auf jeden Fall eine Feenattacke. Ist zum Teil fürs Supporten, kann aber auch genauso gut für das Toxic Stallen eben benutzt werden. Ja, kann auf jeden Fall reinhauen. Und dann kommt das Azumarill. Ist dank Kraftkoloss auf jeden Fall ziemlich heftig. Wird natürlich auch wieder mit den Überresten hier gespielt. Wie gesagt, ich mag die Überreste sehr, sehr gerne. Natürlich mit positiven Wesen und 252 Faust auf dem Angriff, der durch Kraftkoloss ja nochmal verdoppelt wird. Man sieht es ja sehr oft mit Wahlband. Ich spiele es mit den Überresten, weil ich den Steigerungshieb drin habe. Weil ein Steigerungshieb macht genauso viel aus wie das Wahlband und man hat dann trotzdem noch die Wahl, dass man eben aussuchen kann, welche Attacke man haben möchte. Ja, dann natürlich mit der Wasserdüse, um eben eine Prio-Attacke zu haben. Steigerungshieb, um den Angriff zu boosten. Knuddler, ist klar, ist eine starke Step-Attacke. Wasserdüse ja übrigens auch, also keine starke Attacke, aber eine Prio-Attacke mit Step insofern. Ja, und Bulldoze eben um Elektro-Gegner eben platt zu machen. Ja, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ja, das soweit zu dem UU-Team und ich würde sagen, wir machen erstmal ein UU-Battle. Und ich muss sagen, da ist das Team leider nicht so gut. Deswegen müssen wir gucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Musik hier hinterlegen soll. Während ich hier spiele, habe ich jetzt zwar keine Musik drin, aber egal, gucken wir erstmal. Womit wird er beginnen? Das ist auch eine Qua, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass er mit Mew beginnt, aber ich beginne eh meist mit Aquana. Ah, da kommt ein Dickter. Okay. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Es kann sein, dass er jetzt auswechselt. Ich hau trotzdem erstmal. Ja, er wechselt aus. Kommt, ich hau erstmal das Toxin raus. Ah, das hat Synchro. Ja, verdammt. Hätte ich mir denken können. Aber ich hol den Aquaring nochmal. Der heilt mich nämlich auch wieder hoch. Zusammen mit den Überresten eben. Ja, das ist blöd. Vielleicht kommt wahrscheinlich eine spezielle Attacke. Deswegen könnte ich eigentlich schon in Milotic reinwechseln. Mache ich jetzt auch. Oh nein, der wechselt wieder aus. Da kommt das gegnerische Aquana. Okay. Das hat wahrscheinlich auch das Toxin drauf. Och Mann. Gucken wir, hat das Toxin drauf. Nein. Oh, es hat das Team geheilt. Ey, was ist das denn für eine Kackstrategie? Okay, Aquana wird auch meist eher als Supporter gespielt. Insofern ist das nicht allzu verwunderlich. Was ist das für ein Charakter? Egal. Das Ding hat Edelmut. Lol. Okay.
Ich vergifte es trotzdem, ist mir gerade vollkommen egal. Na, flincht. Ach stimmt, hat Edelmut, okay, wird als Flincher gespielt. Och Mann. Failed! Lol, warum das? Warum? Na, wahrscheinlich habe ich gerade einen taktischen Fehler begangen. Ich glaube, ich hole einfach mal meinen Keldeo raus. Das überlebt den Angriff natürlich locker und ist wahrscheinlich auch schneller. Weswegen ich, ja, komm, Mystoklinge reinhauen kann. Scheiße, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, man sieht, das Team ist nicht so gut. Ja, Aquana steht auch vorm Tod. Okay, Marmolida, es liegt an dir. Ja, auch erstmal Aquaring. Okay, da kommt der, die Kehrtwende. Und er holt, ach nee, sein Frostetti holt er raus. Ja, der weiß eben nämlich genau, dass Marmolida physisch gespielt wird. Und aha, gut gemacht. Ja, das hat er nett gemacht, aber trotzdem konnte ich mich durch den Aquaring jetzt auch wieder hochheilen. Insofern. Ich guck erstmal, was er macht. Ich will. Ja, er legt die. Tja, natürlich. Da kommen die Spikes. Kaldeo ist jetzt schon besiegt. Na. Das wird auch oft als hier Dingens gespielt. Bait and Pass Dings. Also man boostet sich hoch und wechselt dann aus. Ich schätze, das wird er denken, dass ich das so spiele. Mein Saganabis und kommt wahrscheinlich wieder mit dem Verhöhner, aber ich. Ja, da kommt er mit dem Verhöhner, aber ich komme mit dem Spukball. Damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Weil man spielt es eben oft mit Hausbruch und wechselt dann mithilfe von Staffette in. Ja, das sagt er gerade, ne? Okay, da kommt die Hydropumpe. Okay, den Energiebell habe ich nicht erwartet. Milotic, hilf mal. Ja, macht dann ja meistens Sinn, auf die Hydropumpe zu gehen. Ja, aber nicht, wenn Mio da ist. Das nervt mich gerade. Du wirst wahrscheinlich erstmal das Team heilen. Oh, das ist gerade eine voll blöde Situation. Ja, aber ich kann nichts machen. Hydropumpe ist. Okay. Das ärgert mich ehrlich gesagt nicht so, dass ich jetzt verbrannt wurde, weil ich spiele es ja. Mein Milotic ist ja eh ein physisches Pokémon. Nee, dann kann das Ding Weichei. Wieso kann das Kackding Weichei? Wieso ist Mew überhaupt UU? Verstehe ich auch nicht. Na egal. Da kommt es wahrscheinlich gleich wieder mit dem Weicheier. Vorher hoffe ich, es killen zu können. Na, wechselt wieder aus. Kackding. Ah, okay. Er spielt es mit H2O-Absorber. Ist auch nett zu wissen. Dann schicke ich mal die Biskus raus. Kommt der Wunsch und ich komme mit einem Bitterkuss, genau so hieß das. Boah, ach komm schon, zweimal geht's daneben. Wie unglücklich ist das denn? Das geht doch gar nicht. Ah, er ist überlegt da. Und er wechselt wieder zu mir aus. Und Dankeschön. Dankeschön. So, hoffentlich wirkt es jetzt. Denn wenn mit etwas Glück kann ich es jetzt mit der Hydropumpe killen. Wenn die Konfusion zuschlägt. Man sieht, ich mach. Ja, dankeschön. Muss ich jetzt nochmal Glück haben? Mann. Ja, leck mich. Dankeschön. Ah, da kommt der Wunsch. Dann würde ich wieder Mio reinwechseln. Oh, das kotzt mich gerade an. Okay, die Konfusion hat es
Hat sich selbst verletzt, aber trotzdem, das ist blöd. Ich hol trotzdem erstmal den Aquaring raus. Aber Molid ist jetzt meine letzte Hoffnung. Muss man so sagen. Ja, das Team wurde geheilt, ist mir gerade egal. Wahrscheinlich gedacht, dass ich wieder auf Toxin gehe. Mache ich aber nicht. Ich gehe jetzt auf Toxin, Kollege. Warum er jetzt damit kommt, ist mir auch... Na, er will mich verbrennen. Er will mich verbrennen. Nicht mit mir. Ah, da komme ich mit dem Aquajet. Okay. Jetzt kommt er mit der Verbrennung. Habe ich ein verbranntes? Ja, mein Milotic brennt. Ja, komm. Nein! Ja, nein, ach so, ich dachte, er wollte mich verbrennen. Dabei wollte er mit dem Energieball raus. Boah, 1%. Okay, scheiße. Ja, habe ich praktisch verloren. Weil, ihr habt es ja gesehen, das Ding kann Energieball. Aber trotzdem schütze ich mich erstmal, damit ich mich erstmal noch hochheilen kann und vielleicht sogar hoffen kann, dass ich noch eine Attacke überlebe. Was ich nicht glaube. Boah, doch, ich habe die überlebt. Nein. Gottes Willen, wie denn das? Ist klar, jetzt kommt wieder Schutzschild. Ja, ich habe leider verloren. Schade, Schokolade. Wir werden gleich aber auf jeden Fall noch meinen zweiten Kampf machen, den wir wahrscheinlich auch wieder verlieren werden. Aber was soll's? Was soll's? Shitfuck. Okay. Ja, war kein gutes Game. Ich weiß, das Team ist nicht so gut. Er wird mit dem Roserade beginnen. Und ich kann das nicht mit dem Toxin kleinkriegen. Das nervt mich jetzt schon. Ich werde da mit Milotic kommen und hoffe, dass der Eisstrahl es einfach killt. Das ist, glaube ich, das, was jetzt am meisten Sinn macht. Also, es würde mich sehr wundern, wenn er nicht mit Roserade beginnen würde. Los, trifft eine Entscheidung. Ja, bisher noch gar nicht den Regentanz eingesetzt, weil ich dazu ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen bin. Was habe ich gesagt? Na, da komm. Nimm das. Oh ja, das wird. Wow. Okay, damit hätte ich rechnen können, aber scheiß drauf. Ehrlich, scheiß drauf. Ja! Ja! Lol, wie viel Glück haben wir denn haben? Eine 10%ige Chance, dass es einfriert und es friert einfach ein. Nur halt einwechseln, weil das. Oder? Na, es kann. Nee, es wird kein Techniker sein. Ja, das hat innere Kraft, das Ding. Deswegen. Wie viel Glück ich gerade einfach hab. Und er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Lol. Okay, ich wollte gerade Lucky schreiben, wie ihr gesehen habt. Aber wenn er aufgibt, dann haben wir immerhin einen Kampf mit dem Team gewonnen hier. Ne? Dankeschön, Milotic. Ja, es macht auch keinen Sinn, damit weiterzukämpfen. Das ist jetzt nicht sehr toll, das Team. Und deswegen wechseln wir in den UU. Weil das Team kann ein bisschen mehr reißen und, Ich glaube, er beginnt mit Bisaflor. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen beginnen wir mit Togekiss. Ja! Mann, ich hab's auch gesagt. Wieso sagt er cool? Dann kommt jetzt mal die Donnerwelle natürlich. Damit muss er rechnen. Das ist ein Paraflinch, also ehrlich. Ah, okay, da hat er mir schon mal die Überreste abgezogen. Das finde ich natürlich nicht so toll. Aber egal. Luftschnitt, do your thing, please. Flincht, ja. Da sieht man schon, diese Taktik geht eigentlich sehr, sehr gut auf. So, Katsching. Das hat auch Leftovers. Kommt natürlich auch erstmal die Donnerwelle. Ich Donnerwelle jetzt einfach das ganze Team. Ah, das macht mir nicht allzu viel aus, weil ich ja speziell bin. Leider kann ich dadurch nicht allzu viel paraflinchen.
Sprich, ich muss zwischendurch immer wieder, Oh, lol, warum hat er denn das gemacht? Bedeutet, zwischendurch muss ich leider immer wieder hier den Ruheort raushauen, sonst klappt das Ganze nicht. Wie einfach permanent auswechselt, was soll denn das? So, jetzt zum Beispiel ist der Ruheort angebracht und dann setzen wir ihn natürlich auch ein. So, Katsching. Und da haben wir die Paralyse, die wirkt. Ja, so funktioniert das Set von Togekiss und man sieht, es zerlegt gerade den Gegner. So, Entschuldigung, da war ich kurz verhindert. Ihr habt gesehen, mein Togekiss wurde besiegt. Und sein Bisaflor habe ich ebenfalls besiegt. Mein Manaphy wurde jetzt auch besiegt. Und er hat sein Dingens draußen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall hole ich jetzt mein Felinar raus, weil das kann eine Kraftreserve Feuer und die wird ihm erstmal richtig einheizen. Da kommt natürlich das Klebenetz. Jetzt soll er wahrscheinlich auch Verzumarill auswechseln. Das ist mir gerade aber egal. Ich versuche es einfach nochmal. Ich weiß nicht, ob er drin lässt. Er könnte ja drin lassen. Nein, er wechselt auf das aus. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was das ist, wie ich es nennen soll. Dann komme ich natürlich mit dem Spukball hier. Da muss man rechnen. Und ja, was macht er jetzt? Ach, kommt er wieder mit dem Ding. Aber ich kann die Mondgewalt. Weiß er das nicht? Ja, doch, wahrscheinlich weiß er das, aber er hat gedacht, er killt mich hier mit einem Iron Tail, mit einem, keine Ahnung, wie die, Eisenschweif, was die Attacke. Genau, die habe ich gesucht. Und ja, schneller, stimmt. Das hatte ich leider nicht in Erinnerung. Und ja, die anderen beiden sind, das ist riskant, ich weiß, aber scheiß drauf. Okay, es war leider zu riskant. Aber gegen mein Pixie kann er nichts ausrichten. Und deswegen kann ich mich jetzt mit Kosmikkraft hochboosten. Oder? Ach, na, die Paralyse macht mir schon zu schaffen. Die ist scheiße. Was kann das? Nee. Schade. Kommt natürlich die Kosmikkraft wieder. Und man sieht, der Schaden geht erheblich zurück. Natürlich kann das Ding Weichei. Wäre ja dumm, wenn nicht. Und ja, dann boosten wir uns erstmal hier schön hoch. Und solange er nicht auswechselt, gegen was auch immer, ist das eigentlich ziemlich nett. Also, er tut mir eigentlich nur einen Gefallen damit, dass er nicht auswechselt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er jetzt hier mit Donphan noch groß. Ich booste mich einfach jetzt einfach ganz hoch. Und ich bin schneller als Donphan, lol. Ah, das war eine gute Taktik. Okay, also das Donphan muss ich besiegen. Und dazu kommt erstmal das Toxin raus, mein lieber Freund. Ja, und da hat er mir erstmal das rausgenockt. Was ich gerade nicht so nett finde. Ich protecte einfach, damit das Toxin nochmal wirken kann. Ja, muss ich jetzt den Wish machen? Lol, ich habe das überlebt? Wie denn das? Wie habe ich das denn bitte schon überlebt? Kann mir das mal jemand erklären? Ja, aber klar, dass ich jetzt Schutzschild mache. Musste ich ja machen. Ach, jetzt kommt das Toxin. Ja, da ist auch schon die Bauchtrommel, gegen die Hytera natürlich hier echt schutzlos ist. Und jetzt muss ich hier gucken, dass ich möglichst protecten kann. Jetzt muss ich gucken, dass ich protecten kann und das echt möglichst lange heraus. Ja, es klappt nochmal. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Noch einmal wird es nicht klappen.
Ja, das, oder? Ja, es klappt einfach noch ein drittes Mal. Lol. Ja, mehr habe ich leider nicht tun können. Aber das Azumarill ist weg. Und ich habe nur noch ein Pokémon, das ist Pixie. Ja, ist klar, dass er Donphan rausschickt. Mann. Okay, hat er mir. Ja, ist klar, dass er mir erstmal meine Überreste wegnimmt, aber ich booste mich trotzdem erstmal hoch. Ich weiß, es ist die einzige Taktik, die ich jetzt verfolgen kann. Er persönlich kann jetzt auch nicht viel machen, ne? Also ich glaube nicht, dass er jetzt so viel machen kann. Weil er sieht, so viel Schaden macht er nicht. Und wenn ich gleich mit. Er kann nicht mehr durch Brüller austauschen. Und wenn ich gleich mit dem Kraftvorrat anfange, dann ist er geliefert, ne? Also, das sind jetzt so die Fakten, ne? Ja, da sieht man also, wenn man das nicht aufhält oder nicht aufhalten kann, dann ist man einfach gearscht. Dann ist man gearscht. Ja, die Paralyse hat einmal gewirkt, aber ich bin mittlerweile so geboostet, das macht mir nichts aus. So, klack. Zweimal Cosmic Kraft kommt noch. Um das jetzt auch wirklich ganz voll zu haben. Und er hat aufgegeben. Ja, es war klar. Er hat eh keine Chance mehr gehabt. Und dann würde ich sagen, ein Battle machen wir noch. Ich glaube, bevor dieses epische Special vorübergeht. Und, oh, was ist das denn für ein Team? Ich schätze, er wird mit Gewaltor anfangen, oder? Boah, da bin ich mir so unsicher. Ich glaube nicht, dass es Gewaltor wird. Das könnte auch echt jedes. Sumpex wird es nicht sein. Despotar glaube ich auch nicht. Aber die anderen könnten alle sein. Ja, Scherox. Scherox, Scherox, Scherox. Ich soll wahrscheinlich Ampharos reinwechseln, weil er weiß, dass ich jetzt mit der Donnerwelle komme. Aber man kann es ja. Nein! Oh. Daran hatte ich nicht gedacht. Ja, stimmt. Ich habe größtenteils Feen. Das ist nur logisch, dass man hier auf Scherox setzt. Bedeutet, dass ich das jetzt mal besiegen muss. Er ist wahrscheinlich schneller. Und er hat eben Prio-Move drauf. Insofern muss man sich da fürchten. Er scheint auch ein bisschen überlegen zu müssen. Vielleicht wechselt er einen Ampharos ein. Ich bin mir unsicher. Weil er weiß, dass ich jetzt einen Schweifglanz mache. Weil man spielt Manaphy eben mit Schweifglanz. Ich weiß nicht, was es so für Sachen drauf hat. Es kann sein. Ja, doch, es wird wahrscheinlich Techniker Scherox sein. Sonst würde es nicht mit Patronenhieb, glaube ich, kämpfen. Bedeutet, dass es auch ziemlich. Dass es Attacken mit einer Stärke von 60 und weniger drauf hat, die durch Techniker erstmal einen Boost von 50% kriegen, bedeutet, sie werden anderthalbfach so stark. Und gleichzeitig bekommen sie im besten Fall auch noch Step und da kommt Gewaltro. Okay, das hätte ich mir auch denken können. Ich hoffe, ich bin schneller. Obwohl, na, nee, nee, Gewaltro ist ziemlich schnell. Das ist Gewaltro schnell, aber ich bleibe einfach drin. Wahrscheinlich kommt die Laubklinge. Nein! Kommt gar nicht. Das ist echt lucky. Das ist. Klack. Der Giga Drain interessiert mich nicht. Ich kann eh ein Toxin raushauen.
Weil das würde es ziemlich schnell eigentlich KO'en. Oder man könnte es dadurch eigentlich ziemlich recht ausstallen, insofern. Ja. Kommt noch Sherox, das. Nein, und das Toxin geht daneben. Okay, da ist Hytera gearscht. Ich versuch's trotzdem. Es wird wahrscheinlich. Na, ja, als Techniker Sherox. Okay. Ja, leider muss ich das so machen. Ich bin, gehe einfach mal in die Hoffnung, dass er auswechselt. Na. Oh, resisted. Aber er ist schneller. Ja, mit dem Bullet Punch ist er leider schneller. Ja, der Kampf ist eigentlich schon verloren. Leider, leider ist er schon verloren. Muss man so sagen, mit dem Bullet Punch kann er uns jetzt alle killen. Oh, die Hidden Power Fire würde Schaden reindrücken. Versuchen wir es mal damit. Auch hier wird der Bullet Punch natürlich wieder kommen und uns killen. Ja. Ja, geht nicht anders. Ja, Attract, dann nützt jetzt auch nichts mehr. Komm, boost. Booste dich hoch, Kollege. Ich bezweifle, dass es klappen wird, aber naja, was soll's. Ich weiß gar nicht, was er jetzt so lange überlegt. Oder ob die Verbindung einfach nur schlecht ist, ist ja schließlich genauso möglich. Oh, oh, er hat's überlebt. Aber er ist schneller, insofern kann das eh egal sein. Ja, mach schon. Dankeschön. Jetzt nochmal Azumarill. Das darf auch noch gekillt werden. Ja, aber ich möchte trotzdem Prio haben. Ich möchte Prio haben. Nein, jetzt trotzdem. Oh. Der Fug. Na komm. Wir haben eh verloren. Seht's ein, Leute. Ja, was will er nicht sagen? Warum, wenn er jetzt auswechselt, das wäre das Unnötigste, ey. Dann will er das echt nur herauszögern. Ach, das ist weiblicher Sherox. Okay, sieht man auch nicht alle Tage. Ein weiblicher Sherox. Sherox ist für mich irgendwie männlich. Frag mich nicht warum, aber für mich ist Sherox männlich. Ja, guck mal so. Okay, ein Battle noch. Dieses Battle noch. Ein Battle will ich hier noch gewinnen und dann würde ich sagen, war es das auch schon. Oh. Ich glaube, er beginnt mit einem Baum. Na, ich bin mir ziemlich unsicher. Ich kann auch Scar. Na. Das Blöde ist, es können wir sowohl Scarabon als auch Glurak sein, die eine Mega-Entwicklung haben. Und da kommt das Austausch. Okay, fick dich. Ja, ja, mach nur, mach nur, mach nur. Das Ding wird nämlich mit Skilling gespielt. Und wir können es mit einem Power-Up-Punch hochboosten. Sofern er nicht in den Baum reinwechselt. Nein, er macht es nicht. Komm, Scaraborn. Okay. Die Herausforderung nehmen wir an, würde ich sagen. Ja. Komm, ein Power-Up-Punch können wir noch reindrücken. Dann kommt der Aquajet. Ich hoffe echt, dass es ausreicht. Ja, danke schön, danke schön. Aber das ist eben auch ein Vorteil, wenn man es eben hier mit Aquajet spielt. Nicht so die gute Ausgangssituation. Ah, Leech Seed, dankeschön. Kommt natürlich der Knuddel raus. Und der. Ah, naja, Kollege.
Warum zum Geier spielt der einen Hausbruch? Würde mich jetzt mal so interessieren, ne? Also, würde mich jetzt echt interessieren. Also mit dem Aqua-Chat haben wir eh Prio. Nein! Verdammt. Okay, mit dem Skill-Link. Na, das ist eh nichts. Hat hier irgendjemand eine Prio-Attacke drauf, ne? Wir gehen mit Pixie raus. Weil der darf die Attacke. Der darf die Attacke überleben. Aber die. Nee, es war vorhin übrigens ein männliches Sherox. Habe ich ihn gerade gar nicht bemerkt. Kommt jetzt sein Pixie? Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn es so wäre. Clefable. Wie das im Englischen einfach heißt. Ja. Ja, das war zu erwarten. Er spielt nicht die Cosmic-Strategie. Das freut mich gerade sehr. Das freut mich sehr. Doch, er spielt sie. Verdammt, fick dich. Egal. Was du kannst, kann ich schon lange. Aber ich bin schneller. Warum auch immer. Ah ne, wir sind beide gleich schnell. Okay. Macht doch Sinn. Ich buße mich natürlich jetzt hier bis zum Maximum. Ja, wahrscheinlich auch. Ich wünschte, ich hätte einen Brüller drauf. Das wäre so episch. Wenn ich statt dem, statt der Mondgewalt einfach einen Brüller drauf hätte. Das wäre echt. Ja, Kollege, jetzt sind wir beide hier voll gedefft. Jetzt gucken wir mal, was. Oh nein. Nein. Das wird ein langer Kampf, Leute. Aber wir schaffen das. Also es war hier zack und wir schaffen das. Er hat auch die Mondgewalt drauf. Ja, und die hat unseren Spezialangriff ein bisschen verkrüppelt. Schön für ihn, aber wiederum nützt es ihm eben auch nichts. Okay, er heilt sich dadurch einfach hoch. Weil wir das Weichei drauf haben. Wir haben das Weichei drauf, das er anscheinend nicht drauf hat. Denn er hat einen Donnerblitz. Er hat Donnerblitz, Mondgewalt, Kraftvorrat und Kosmikkraft. Ups, Entschuldigung. Und allein, dass wir uns jetzt schon hier mit so hoch heilen, das macht jetzt auch. Das muss jetzt so lange gehen. Ich fände das so witzig, wenn das jetzt bis zum. Okay, er hat aufgegeben, da auf das Spiel da keinen Bock mehr gehabt. Ja, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Und ich habe aber trotzdem Lust, noch weiter aufzunehmen. Na komm, einen Kampf machen wir noch. Wirklich, nur noch einen, dann seid ihr entlassen. Oh. Okay. Ich glaube, es wäre gar nicht so dumm, wenn wir mit Azumarill anfangen. Yes, dankeschön. Es hat mir recht gegeben. Ja, spielt ein Psyana. Oder sie. Keine Ahnung, ob es ein Erdo an sie ist. Er hat einfach aufgegeben. Was ist das denn? Hat er übrigens schon meinen schönen Namen hier gesehen? Okay, das ist ein sehr ausgeglichenes Team. Ich kann mir vorstellen, dass ein Panzer Aeron anfängt oder auch ein Karpilz. Und deswegen fange ich mit Pixie an. Nein, er fängt mit Ambidiffel an. Okay. Erstmal kommt trotzdem die Cosmic Power. Ich will gucken, was er macht. Draußen ist übrigens schon ziemlich dunkel. Man könnte
Man kann ja mein Zimmer so reinglotzen, wenn man wollte. Aber ich habe ja keine Pedo-Nachbarn, insofern ist das egal. Ja, entscheide dich mal, Kollege. Du hast zwar ein paar Möglichkeiten, aber so schwer dürfte das jetzt nicht sein. Ich habe mich doch schließlich auch schon entschieden. Und ich mache das zum größten Teil aus Intuition. Was man wahrscheinlich im Video auch gesehen hat. So lange hast du für einen Mogelhieb gebraucht? Was ist das denn? Was ist das denn? Braucht er so lange für einen verschissenen Mogelhieb? Boah. Sollen wir ihn mal warten lassen? Das finde ich witzig. Komm, wechseln wir aus. Macht keinen Sinn, ihn drin zu lassen. Auch da kommt der Mogelhieb. Wieso? Wieso setzt du Mogelhieb ein, Kollege? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. So, Turkis kann jetzt super paraflinchen, da er kein einziges Elektro-Pokémon im Team hat und auch kein Boden-Pokémon. Was hat ihm eingesetzt? Ich hatte das nicht mehr in Erinnerung. Aber wir sind schneller. Oh, und wir machen noch deutlich mehr Schaden. Oh, nice. Nice. Ja, das Paraflinch-Set ist schon ganz nett. Das kann den Gegner ziemlich auf den Sack gehen. Oder das hier scheint jetzt ja ein Mädel zu sein. Na, obwohl. Egal, hier kommt wieder, der trägt eine Flinklaue. Warum zum Beispiel trägt das Kackviech eine Flinklaue? Okay, das Ding wird erstmal so stacheln und so aus. Wir haben deswegen, kümmern wir uns jetzt erstmal darum, uns hochzuboosten. Also, es würde mich jetzt sehr wundern, wenn es keine Stachler auslegen würde. Das würde mich sehr, sehr wundern. Und ich schätze mal, Angriff von einem Panzer-Aeron würde Turkis schon noch überleben. Ach komm schon, entscheide dich. Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Okay, es sind mehr als drei Felder. Du kannst aus vier Attacken auswählen und noch eben sechs Pokémon. Das ist, es ergibt ein Set von 10, welchen du dir aussuchen kannst. Also entscheide dich. Ich muss jetzt gerade an das Spiel Die Insel denken. Kennt ihr das Spiel? Die Insel? So ein Brettspiel. Ziemlich cool eigentlich. Weil da gibt es auch so einen alten Typen, der sagt, entscheide dich! Und ja, da musste ich eben gerade irgendwie voll dran denken. Und ich sag das jetzt auch nur, weil der da gerade nichts macht und ich kurz davor bin, den Timer zu starten. Ach komm, ich mach das. Ah, danke schön. Okay, er hat sich entschieden. Okay, ja, das war so klar, dass er die Spikes auslegt. Das war klar. Dann kann er jetzt auch damit rechnen, dass ich hier meinen Angriff hochbooste. Er würde sich wahrscheinlich gerade denken, oh shit. Weil wenn er jetzt Zockerkiss nicht mehr wegkriegt, dann hat er eh verloren. Oh. Weiß nicht, ob er jetzt Stachler auslegen wollte oder sonst was. Okay, vervierfachter Angriff. Und er kommt einfach nicht durch die Paralyse durch. Ah, wie witzig. Ich finde das witzig. Witzig, genau. Oh, der Iron Head. Soll er machen? Interessiert mich gerade nicht. Interessiert mich nicht. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, wen holst du jetzt raus? Weil ich habe vervielfach einen maximierten Angriff und ich treffe alle zumindest neutral. Und das dürfte eigentlich nicht gut für dich ausgehen. Na, obwohl, er nimmt wahrscheinlich wie heißt es? Ach, wie konnte ich den Namen vergessen? Ich weiß doch den Namen von dem Ding. Das heißt, wie heißt das? Nein, er holt es nicht raus. Warum nicht? Es würde mich interessieren, warum das Ding hier rausgeholt. Egal, es heißt. Egal. Ich hab's vergessen. Entschuldigung, ich weiß es gerade nicht.
Ich habe es auf jeden Fall nicht vergessen, ich weiß es gerade noch nicht. Ich weiß den Namen von dem Kackviech und er wird mir noch einfallen. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich gute spezielle Wall und ich hätte nicht gedacht, dass das schneller ist. Tja, egal. Dann können wir eigentlich... Ja, gehen wir vor Zumarill, oder? Ich denke, das ist okay. So, da kommt der Power... Warum holt er den jetzt raus? Warum jetzt? Kollege, das ist doch eine... Okay, es kann sein, dass er den als physische Wall spielt. Aber man... Und ich kann den... Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich ihn mit dem Knuddler eigentlich sowas von one-hitten kann. Nicht? Ah, er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich... Ja. Ja, er hat bestimmt gedacht, dass ich gebandet bin. Ja. Okay, die Giftattacke hat's gerade ziemlich reingehauen, aber trotzdem hat er wahrscheinlich gedacht, dass ich gebandet bin und dadurch, naja. Tja, Kollege, hast du falsch gedacht? Ich meine, Azumarill ist nicht gebandet. Das spielt mit Steigerungshieb, aber na, wahrscheinlich hat er es gar nicht mal gedacht, weil warum sollte ich Azumarill banden, wenn ich es mit Steigerungshieb spiele? Oder anders gesagt, warum sollte ich einen Steigerungshieb auch nur Azumarill spielen, wenn ich es bande? Wenn ich es bande. Du hast dein Item noch. Ich glaube, ich gesagt nicht, dass Aquana was ausrichten kann. Okay, doch, das kann Aquana ausrichten. Daran hatte ich nicht gedacht, aber ich werde Azumarill jetzt sicher nicht auswechseln. Da kommt wieder der Knuddler. Ich denke mal nicht, dass es das überlebt. Würde mich auf jeden Fall sehr wundern. Boah, Kollege, ich habe doch schon extra schon den Timer aktiviert. Bitte, lass dir nicht so viel Zeit. Für mich und für die Aufnahme. Und für euch. Natürlich für euch. Warum zum Geier kommt der Eisstrahl? Frage ich mich so. Egal, jetzt kommt der Aquajet, um auf jeden Fall das nochmal... Nein, H2O Absorber! Nein, daran habe ich nicht gedacht! Nein, scheiße! Nein, nein! Ich könnte mich... Oh, Mann! Oh, so, das sind so Sachen, wenn man aber zuvor schnell handelt, zu voreilig. I wish came true. Ich werde aber mit Felinara weiterspielen, weil das Ding wird speziell ausgelegt sein und Felinara kann eben im Psychoschock da ziemlich reinhauen. Und ja, wir wissen jetzt, dass es ein H2O-Absorber hat. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Aber ich habe ja zuerst nicht dran gedacht. Man spielt ja eigentlich nur mit Hydration im Regentanz-Team, so wie ich es im UU-Tour getan habe, wie auch immer. Aber was soll's. Ist eben ziemlich blöd gelaufen, dass ich daran nicht gedacht habe. Sonst wäre es jetzt wahrscheinlich tot, weil der Wunschtraum hätte... er hat ja Wunschtraum eingesetzt, ne? Insofern... Ja, an sowas muss ich in Zukunft denken. Ja, dass das Toxin kommt, war... Klar, und dass das so wenig Schaden macht, hätte ich nicht gedacht. Warum macht das so wenig Schaden? The Fug. Pixie wäre eigentlich auch keine verkehrte Wahl. Das wäre überhaupt keine verkehrte Wahl. Na doch, okay, das Toxin würde, da ich es jetzt mal hochboosten müsste, würde ihm ziemlich zusetzen. Versuch mal im Mondgewalt, ob das jetzt mehr Schaden macht. Ich verstehe nicht, warum er Toxin und Siedewasser spielt. Ich meine, beides in Kombo macht eigentlich wenig Sinn. Weil er hat ja das Toxin, um bereits zu vergiften. Da sollte er lieber Surfer spielen. Aber, na gut. Vielleicht setzt er das auch nur ein, um physische Sweeper vielleicht ausschalten zu können und vielleicht da in der Hoffnung, es irgendwie zu verbrennen. Aber ich würde allgemein nicht... wie Siedewasser spielen, wenn ich schon Toxin spiele.
Ja, mit Felinare wird es leider drauf gehen. Aber sein Aquana dafür auch. Tjap, tjap, tjap. Jetzt kommt sein Kapels und das kann gegen mein Pixie nichts ausrichten. Oh, verdammt. Warum kann das Kackding auch Toxin? Warum? Warum? Egal, eine Cosmic Kraft darf es noch sein, dann greife ich an. Hat er gerechnet, dass ich jetzt schon angreife? Ah, sieht danach aus, was? So, jetzt kommt der Kraftvorrat. Bereite dich auf dein Ende vor. Ja, der Kraftvorrat dürfte es eigentlich so ziemlich killen. Warum? Mit dem Tempo-Tier habe ich nicht gerechnet. Okay, zumindest die Hälfte abgezogen. Und er hat aufgegeben. Okay, dann. Und er hat auch schon wieder geliebt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dieses kleinen Specials hier, auch wenn ich bei einigen Kämpfen ziemlich verkackt habe und wie auch hier in diesem Kampf leider den Fehler mit dem H2O-Absorber gemacht habe, denke ich, es war doch schon recht ansehenswert und ich werde solche Specials mit Pokémon Showdown auf jeden Fall nochmal machen. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Beschreibung, falls ihr das auch mal spielen möchtet. Und damit verabschiede ich mich. Und man sieht sich, ne? Ja. Also, tschüss und habt noch einen schönen Valentinstag, falls ihr noch ein Date habt oder so. Ich habe keins, aber ich nehme das hier eh im Voraus auf, insofern. Wie gesagt, eh nur Kommerzscheiße und wenn man seiner Frau nur am Valentinstag eine Rose mal schenkt und sonst nie, ist das irgendwie für die Frau, glaube ich, auch nicht so toll. Insofern, ist egal, man sieht sich. Tschüss.